Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone. Das letzte Mal bin ich ja noch zu diesem Typen hier hingegangen, der seinen verpackten Gegenstand haben will. Und dieses Mal werde ich ihm den dann auch geben. Aber bevor ich ihm den so gebe, werde ich den doch erst einmal auspacken. Schaut mal, hier ist eine seltsam leuchtende Rose drin. Oh, wunderschön. Faszinierend. Die ist mit Sicherheit magisch. So eine Blume habe ich noch nie gesehen. Hey, schaut mal, ist sie verwelkt. Oh, verdammt. Gar nicht gut. Ist es denn nur noch ein Häufchen Asche? Das wird dem Typ in Ashran überhaupt nicht gefallen. Und wenn schon, wir töten ihn einfach. So, das war das eine. Reden wir ihn doch mal an. Hallo, Guguk. Habt ihr den Gegenstand schon? Wir haben die Rose entpackt. Was? Ah! Wie konntet ihr es wagen? Das war die seltenste Rose der Welt. Sie ist ein Vermögen wert, ihr Dummköpfe. Dafür werdet ihr bezahlen. Wache! Halt gefälligst deinen Mund, Blödmann. Einen Lebensnektar erhalten. So, das wäre erledigt. Und dieser Lebensnektar, der kann Folgendes. Er erhöht die maximale Lebenskapazität um 1 LP. So. Könnte ich hier einsetzen und dann sieht man ja ganz schön 76 LP. Ja. Aber das ist das nicht das, weil ich es machen wollte. Ich wollte dem Typen den Gegenstand jetzt auch nochmal normal geben. Habt ihr den Gegenstand schon? Ja, hier ist er. Ah, da ist er ja. Mein wertvoller Schatz. Gut, ihr habt es nicht geöffnet. Hier ist euer Geld. 300 Fehler und 400 Erfahrung gehalten. Und schon sind wir Level 10 und sollen verschwinden. Ey! Ist das der Dank? Ja, ich brauche Blut. Ich brauche Blut. Komm. Es ist noch zu grell, hell. Na super. So, was stand sonst noch auf der Liste? Ja, meine Liste darf auch wieder nicht fehlen. Dann machen wir es so. Okay. Das mit dem Wald, dem großen Kontinent. Ja, egal. Ich gehe einfach mal in eine Stadt, wo wir noch nicht waren und schau mal, was man da noch so machen kann. Und dann schauen wir mal, wie wir die ganzen Sachen so nach und nach abarbeiten können. Und da klingelt auch gerade das Telefon. So, wieder da. Ja. Genau. Fähigkeit. Da, Fledermausmantel. Weil es so schön ist, kriegst du ein paar Blutflügel. So, wo waren wir jetzt noch nicht? In welcher Stadt? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oh. Was sind wir denn hier gelandet? Hallo? Wollt ihr was kaufen? Zeig mal. Was hast denn du schönes? Wundverband, Heilfiole, Goldhelm. Ja, das ist alles nicht so berauschend. Ja, was hast du? Ihr wollt doch bestimmt auch Punkte sammeln. Bitte? Ja, hier gibt es in den Zelten Attraktionen, bei denen man Punkte sammeln kann. Und man kann die dann gegen tolle Gegenstände eintauschen. Klingt interessant. Aber ihr müsst erst im Zelt gleich beim Eingang eine Punktekarte kaufen. Danke für die Information. Gern geschehen. Zelt am Eingang, ist das dann das hier? Nee. Echt, hatte der auch eine Punktekarte? Zeig mal. Nee, hatte er nämlich nicht. Hier oder wie? Oder muss ich da jetzt drum rumlatschen? Nee. Beim Jahrmarktsverwalter im Zentrum des Jahrmarkts. Das andere Vieh hier hat gesagt beim Eingang hier. Komm, bis Zentrum. Und wieder einmal mehr muss ich dummerweise drum rumlaufen. Schön.
Ja, wir wollen eine Punktekarte. Mit dieser Karte könnt ihr alle Attraktionen des Jahrmarkts Punkte sammeln und diese dann im Lager gegen nützliche Dinge umtauschen. Die Karte kostet nur 500 Fehler. Ja, wir hätten natürlich gerne eine. Prima, dann gebt mir bitte das Geld. Ja, bitteschön, hier ist es. Ja, vielen Dank und hier ist die Karte. Eine Punktekarte erhalten. Kann ich hier sonst noch irgendwas mitgehen lassen? Jep, ein Juckpulver. Das hat sich doch wieder gelohnt. Und ich werde jetzt hier mal schön den Kristall nutzen. So. Nur die 15, so. Kann man die dann umtauschen, die Punkte? Das will ich mir jetzt erstmal anschauen. Ah, hier drüben. Hallo? Ja, Entschuldigung. Ich dachte, hier können wir umtauschen. Vielleicht bei dem komischen Typ hier. Ja, zeig mal. Wow. Also, der hat schon schöne Sachen. Also, neue Waffen gibt's. Okay, zumindest hier. Und hier? Oh, nö. Lager. Punkte umtauschen. Ich muss hier erstmal wissen, wo das Lager ist. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Eher auch nicht. Ja, vielleicht dann doch dieses Zelt hier. Ich frage einfach mal nach. Hallo. Oh, okay. Ja, dann könnt ihr hier die Punkte umtauschen. Hier ist die Park. Oh, ich habe 0 Punkte. Und das habe ich zum Tauschen. Zeig mal. Zeig mal. Ein Vampirstein, wow. Ein Talisman, schön. Ein Speicherstein. 125 Punkte. Ach, da bekommt man die also auch her. Okay. Ein Vampirring. Ein Vampirring war, glaube ich, ganz geil. 190 Punkte will ich mal gerne. Oder 500, glaube ich. Jetzt schauen wir erstmal, wie viel ich so bekomme. Machen wir jede Erkrankung. Doch, komm. Das machen wir jetzt. Das können wir uns wissen. Hallo, Kugel, Christians Magier, Attraktion Feuerläufer. Ihr braucht aber eine Punktekarte, um die Attraktion nutzen zu können. Hier, wir haben doch schon längst eine. Ja, wollt ihr sie denn nutzen? Sie kostet 50 Villa. Ja, worauf warten wir denn noch? Aber ich hätte gern bitte noch eine Erklärung. Natürlich, ich werde eine Illusion für euch aufbauen. Und in dieser Illusion müsst ihr alle bösen Männer in die Lava stoßen. Je schneller ihr seid, umso mehr Punkte bekommt ihr. Die bösen Männer laufen kreuz und quer, was die Sache nicht einfach macht. Ihr könnt die Kerle auch immer nur genau 2 Felder weit schubsen, wodurch ihr auf die Hindernisse aufpassen müsst. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an hier. Worauf warten wir überhaupt noch? Ach komm! Ach, komm schon. Stirb einfach. So. Hallo, gehst du wohl? So, und du auch. Bist du wohl? So. Oh, und der geht sogar von selber rein. Ist ja schön. Ihr habt dazu 41 Sekunden gebraucht. Dafür bekommt ihr einen Punkt. Och, nö. Gut, vielleicht liegt mir ja ein anderes Spiel schon mehr. Wen haben wir denn hier? Hallo. Ja, Todesstrecke. Ihr braucht eine Punktekarte und die haben wir natürlich schon. Ihr labert doch alle nur dasselbe. Ich hätte gerne Erklärung. Und ja, auch er wird wieder eine Illusion aufbauen. Und dann muss ich ganz einfach zum Ziel auf. Ja, und ich muss auch springen. Dazu muss ich entweder die Enter- oder die Leertaste drücken. Aber zum Springen muss ich auch nicht stehen bleiben. Oder? Nee, muss ich stehen bleiben. Okay. Ansonsten springe ich nicht und dabei muss ich den Gegner so ausweichen. Wenn ich einen Gegner berühre, ist das Spiel verloren und ja, dann gibt's halt keine Punkte, ne? Also, dann schauen wir doch mal. Jo. Ich habe eine und auch dies kostet wieder 50 Fehler und da beginnen wir doch erstmal Stufe 1, einfach mal, um das kennenzulernen. Au! Ey! Na, das kann ich nicht auf
sich ersetzen lassen. Komm. Ja, gib her. Jo. Ja. Eins. Das läuft doch. Da warte ich wieder mal noch. Okay. Ich drücke und das Scheißding springt nicht. Ach. Gib doch weg hier. Hallo. Ob irgendwas. Ja, gut, dann konzentriere dich halt weiter. Ich glaube, bist du hier. Guck mal. Wenn ich den Clown so sehe, bekomme ich schon Hunger. Und wenn ich den Ding hier sehe, bekomme ich Hunger. Wieso den Hunger? Weil uns der das bearbeitet. Erinnere mich an dicke Würstchen. Naja, mit viel Fantasie. Oh, schwarze Zappo. Geht, wir gehen. Ja. Hallo? Hallo, bist du sicher auch mit deinem Illusionsmeister? Jawohl. Freier Fall, eine Punktekarte und da weiß ich was mir im zweiten Mal geht. Also, worauf warten wir? Also alles, was wir hier... Ja, erstmal Stufe 1. Alles, was wir hier machen müssen, ist mit den Links- und Rechtstasten diesen Stein hier auszuweichen. Die da hinten drin sind. Und ich glaube, die verschiedenen Stufen sind einfach eine längere Zeit oder Geschwindigkeit. Keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht. Und die Steuerung ist hier etwas klobig. Das ist, heißt, es ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Aber... Moment... Kann ich ja noch ganz gut frei fallen, einfach nur. So. Ich falle, ich werde sterben. Hallo? Muss ich gar nicht mehr ausweichen, ist ja schön. Gechillter freier Fall hier. Ja. Und was gibt's sonst so? Ne? Ganz chillig gerade. Ja, Gott. Gott, ey, war das knapp. Das hasse ich, die Steuerung ist so klobig. Dam, 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 dam. Ach, das war geil bei mir, egal. Und die Musik ist relativ laut hier im Vergleich zu sonst. Okay, das war auch nicht bei mir gut. Nur noch 16 Sekunden, auch nicht bei mir, schön. Auch nicht bei mir, super. 3, 2, 1. Ja! Ihr habt gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt einen Punkt, echt. Kann ich mir die Punktekarte eigentlich so auch anschauen? Ich habe das jetzt zu früh weggeguckt. 2 Punkte, lächerlich. Oh Gott, reden. So viele Luftballons. Und? So viele Luftballons. Blödes Girl. Ach, Aska, siehst du mein kleines Mädchen? Aber Blut hat sie trotzdem. So viele Luftballons. Hey, du siehst doch aus wie der Typ, der uns die Ära-Sprache gelehrt hat. Wenn ich doch nur wieder jung wäre, dann würde ich hier alle Attraktionen mitmachen. Besonders der freie Fall interessiert mich. Aber das würde mein Herz nicht mitmachen, fürchte ich. Was ist denn der freie Fall? Da wird um einen herum deine magische Illusion geschaffen, so dass man das Gefühl hat, man fällt einen hohen Berg hinab. Je länger man unbeschadet fällt, umso mehr Punkte bekommt man. Klingt interessant. Solltet ihr unbedingt ausprobieren. Okay. Ja, das habe ich vorher ausprobiert. Du bist sicher auch wieder so ein Illusionsmagier hier. Und Sonnenschutzmantel ist auf jeden Fall sehr nützlich. Hallo, was hast du denn für uns? Schlachtfest. Oh, das klingt gut. Ja, natürlich haben wir eine und ich hätte mal gerne Erklärung. Ich würde um euch ein Gebiet erschaffen, in dem ihr möglichst kurzer Zeit alle bösen Männer tötet. Ja, schön, gut, dann machen wir das mal. Ja. Also das ist quasi so ein Dings, das man alles mal zwischendurch machen kann. Wenn einem gerade langweilig ist. Oh, die sind aber ziemlich flink, die Biester. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Und dich habe ich auch. Und dich habe ich auch. Und dich auch. Und dich auch. So.
Ihr habt alles erledigt. 22 Sekunden und bekomme 5 Punkte. Jawohl, also das liegt mir scheinbar schon mehr. Hallo, du da. Wer bist du? Seid ihr auch so fröhlich wie ich? Nein, eigentlich nicht. Pech für euch. Ganz schön frech, Kleiner. Pa, lasst euch doch allein. Gerne. So, und was haben wir hier Schönes? Auch wieder ein Wundverband, okay. Und ein Illusionsmarkt. Ja, höchstwahrscheinlich wieder. Was machst du denn für eine Illusion für uns? Hier. Ja, fresst einfach alle meine Punktekarte, kommen. Ich will wissen, dass ihr die habt. Dass ich die hab. Ich würde mir eine Zahl ausdenken und ihr habt 6 Versuche, die Zahl zu erraten. Schafft ihr es innerhalb dieser 6 Versuche, bekommt ihr 2 Punkte. Die Zahl tendiert zwischen 1 und 99. Und ich sage euch bei euren Versuchen immer, ob ihr meine Zahl größer oder kleiner ist. Okay, ja, gut, dann bitte. Ratet die Zahl. Ja, natürlich haben wir eine. So. Worauf warten wir noch? Fangt mal an zu raten. Erster Versuch. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Mitte. 99, also 100 wäre die Mitte 50, ja, passt schon. Die zu ratende Zahl ist größer, okay, dann nehme ich jetzt 75. Ist größer, okay, dann nehme ich jetzt zwischen 75 und 100, und 99 die Mitte. Also, das wären dann noch 25 plus 12, das wären dann, glaube ich, so circa 82. Ist kleiner, okay, also zwischen 82 und 75, dann sag ich mal. Nee, zwischen 82 und 75, sag ich mal. 78. Noch kleiner. Okay, 5. Versuch. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch 76 und 77 übrig, oder wie sehe ich das? Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. 77. Noch kleiner. Also 76. Gratulation! Ihr habt die Zahl erraten! Dafür bekommt ihr 2 Punkte! Ja, sehr schön. Hey du, ihr wollt doch bestimmt auch Punkte sammeln. Punkte, ja, hier gibt, ach, das kennen wir ja schon. Bla 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 bla. So, und hier haben wir jetzt wieder so ein, ich glaube, rate, wo die Münze drunter ist oder so. Such die Perle. Ja, wir haben natürlich eine. Kostet 50 Fila, natürlich. Worauf warten wir noch? Welche Stufe? Ach, nehmen wir mal die 2. Passt jetzt auf. Los geht's. Da, links, rechts, Mitte. Okay. Hier. Ihr habt die Perle gefunden. 2 Punkte. Juhu. Und weil es so schön war, würde ich dich gerne noch ausstehlen. Ausrauben hier. Nicht? Oh, schade. Und wer bist du? Was für eine wundervolle Atmosphäre hier. Ja, ist ziemlich schön hier. Finde ich aber auch. Und nun sollte ich aber weiter Punkte sammeln. Und wer bist du hier? Du Knilch, den ich nicht sehen kann. Oh, eine alte Frau. Wirklich ein schönes Fest. Nun ja. Wisst ihr, das erinnert mich so an damals, vor ungefähr 50 Jahren. Also ja, damals. Warst du noch hübsch? Ja, nein. Was erlauben Sie sich eigentlich? Nun, damals war Ihr Mann noch ein echter Kerl. Also, das muss ich mir nicht bieten lassen. Verschwinden Sie. Das war, glaube ich, der Verwalter. Also gehe ich mal darüber. So viele Luftballons. Hallo, das Attraktionszelt Feuerfall. Ich will nicht. Ihr könnt mich mal. Nein, 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 nein. So, mit Escape Tacon geht es dann doch besser, das abzubrechen, weil Escape hier wohl für Nein steht. Und hier war ich, glaube ich, auf der linken Seite noch nicht. Und nehme erstmal ein Silberband mit. So. Das Attraktionshol, das Gold. Man braucht eine Punktekarte. Ja, hier. Eine Erklärung bitte, natürlich. Ich werde die Illusion eines Labyrinths. Ihr müsst innerhalb dieses Labyrinths alle Amulette aufsammeln. Dann habt ihr gewonnen. Aber ihr müsst den bösen Männern ausweichen. Wenn diese euch fangen, dann ist das Spiel vorbei und ihr bekommt keine Punkte. Bla bla bla. Stufe 2 gibt es 5. Dann probiert es mal Stufe 2. Wobei das so nach Pac-Man klingt und da war ich noch nie gut drin. Oh Gott, ich hasse es. Stufe 2. Macht euch bereit. Ja, ich hab mich schon breit gemacht. Ich bin schon breit genug. Nein, 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 nein! Ach komm, das war auch unfair. Und deswegen hasse ich sowas. Da hast du manchmal einfach keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Aber ich
weiß noch, eine Attraktion gab es hier, wo ich immer die ganzen Punkte geholt habe, die relativ einfach war und trotzdem gut Punkte gegeben hat. Welche waren das? Würfeln? Ja, natürlich haben wir eine. So, 50 Fehler. Ja, eine Klärung hätte ich auch noch gerne. Mit zwei Würfeln würde würfeln und dann soll ich raten, ob ich eine höhere oder niedrigere Augensumme würfe. Habe ich richtig geraten, dann bekomme ich einen Spielpunkt dazu. Habe ich falsch geraten, verliere ich einen Spielpunkt. Wenn ich insgesamt 5 Spielpunkte habe, bekomme ich 3 Punkte. Wenn ich 2 Minuspunkte habe, dann habe ich verloren. Ihr verliert übrigens auch einen Spielpunkt, wenn wir die gleiche Augenzahl würfeln. Okay, ja gut, dann haust du rein. Erster Wurf. Eine 11. Ja gut. Ich nehme eine niedrigere. Jetzt von 1 bis 6 geht. Jawohl. Ein Spielpunkt. So. Ein zweiter Wurf. So, bitte ein zweiter Wurf. Eine 4. Ich würfel natürlich höher. Hallo? So. Eine 5, ja. Ein Spielpunkt. Eine 3, dann komme ich natürlich auch drüber. Boah. Ein Spielpunkt, die ist durch 3. Ein vierter. Eine 11, da gehe ich natürlich niedriger. Wie wenn jetzt eine 12 kommt. Eine 2. Noch ein Spielpunkt, die ist durch 4. Das ist ein fünfter Wurf. Ich glaube, das ist auch der letzte, dann ich weiß es nicht. Eine 11, dann gehe ich natürlich wieder niedriger. Eine 8. Ein Spielpunkt, die ist durch 5. Sehr gut, ihr habt 5 Spielpunkte erreicht. Damit schreibe ich euch 3 Punkte auf eure Punktekarte. Habe ich hier bei den Kisten rechts schon geguckt? Links habe ich, glaube ich, schon geguckt. Ja, scheinbar. Okay. Also das war auch wieder relativ Simplicity. Was bist denn du für ein komischer Clown? Ich muss mich konzentrieren. Entschuldige. Ach, der steht auf dem Ball da, okay. Wenn sich diese Clowns sind diesmal wieder besonders gut. Nein, ja, mir gefallen sie nicht so. Banause! Das soll eine Frau sein. Oh Gott, nein, nicht viel. Ja. Ach du Quilt, Jäger, ist doch so. Was hast denn du für uns? Schnapp den bösen Kerl. Ja, natürlich habe ich eine Punktekarte. Und was soll ich hier machen, bitte? Lass mich raten, ich soll den bösen Kerl schnappen. Möglichst oft den bösen Kerl mit der Maske erwischen. Okay. Passt auf, dass ihr nicht aus Versehen das junge Mädchen erwischt, das gibt Punktabzug. Okay, es können aber auch der böse Mann und die junge Frau auf demselben Feld stehen. Wenn ihr dann zuschlagt, bekommt ihr ebenfalls Minuspunkte. Okay. Je öfter ich ihn erwische, umso mehr Punkte bekomme ich. Okay. Hast du hier noch was ich bauen kann? Ein Scherzmittel? Ja, gut, ein Scherzmittel. Dann hätte ich gern den bösen Kerl geschnappt. Ja, hier, den ich habe. Da! Nein! Nein. Leicht buggy dieses Spiel. Wenn ich gerade noch so im letzten Moment zuschlag, dann ist er beim nächsten auch schon wieder weg. Seht ihr? Da könnte ich nicht rechtzeitig hin. Da auch nicht, da auch nicht. Da könnte ich hinkommen. Also es ist immer relativ gut in der Mitte zu bleiben eigentlich, weil dann kommt man die meisten doch relativ gut hin. Oh, ich dachte schon, ich hätte eine Frau erwischt. Ich hab ihn. Da kann ich hin. Da kann ich hin. Damit. 23 Punkte, dafür bekomme ich 2 Punkte. Ja, schön. Gut. Ach, das war, glaube ich, das, wo ich die ganzen Punkte immer geholt habe. Ich glaube, da musste man einfach nur Enter drücken, wie so ein Verrückter. Ja, andrücken. Also, da brauchen wir wirklich keine Regeln. Ja, klar, los geht's. 30 Fehler, bitte. Erstmal gegen Willow. Auf dem linken Stuhlplatz nehmen, so. Drei, zwei, eins, los!
Ich besiege dich. So, schon wieder verloren. Gratulation, ich schreibe euch einen Punkt auf die Punktekarte. Und weil es so schön war, zeige ich euch jetzt dann auch noch den nächsten hier. Natürlich will ich mitmachen, los geht's. Und hier 30 Filler. Und ich würde gern gegen Carlos auf dem linken Stuhl Platz nehmen. So. Hallo Carlos. Hast du schon dein Gebet gesprochen? Ich werde dich besiegen. 3, 2, 1, los! Also da muss man wirklich drücken wie so ein Verrückter. Oh, und ich sehe schon in der Aufnahme, dass das glaube ich ziemlich laut ist. Oh Gott. Dann muss ich mal schauen, dass ich das dann irgendwie wegfilter oder so. Ansonsten mache ich da komplett Stille drüber. Oder schreib's dann ins Video rein und mach dann halt, also was ich gesagt habe, quasi als Untertitel. Aber ich glaube, das ist sonst zu laut für euch. 5 Punkte. Ja. Der letzte, der war glaube ich schon eine richtig harte Nuss. Ohne Gnade, Rikus. So. Na? Also, der ist, glaub ich, schon echt bitter. 3, 2, 1, los! Weil, auch wenn es jetzt so aussieht, als ob ich das ohne Probleme schaffe, dann haut er am Ende doch nochmal ziemlich zurück, seht ihr? Gegen Ende kommt dem seine wahre Power zum Einsatz. Das ist richtig bitter, den zu besiegen. Ah, komm schon. Was habe ich mir da nur angetan? Oh. Ja. Gleich habe ich dich. Gleich. Gleich, 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 gleich. Komm. Put, 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 put. Ja, 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 ja. Komm schon. Was? Ich habe verloren. Unfassbar. Oh, mein Arm. 15 Punkte auf die Karte. Jawoll. Und ich sehe gerade, ich kann über den... Ja, lass uns auf den Tischen tanzen. Was sagt ihr Knieche eigentlich? Hallo. Hallo, ich bin Willow. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, dann spricht mit Sarah, der Verwalterin hier. Alles klar. Hallo, ich bin Carlos. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, dann sprecht mit Sarah, der Verwalterin hier. Alles klar. Hallo, ich bin Rikus. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, dann sprecht mit Sarah, der Verwalterin hier. Alles klar. Weißt du, also über den Tisch kann ich laufen, aber über die Stühle nicht. Ich könnte es mir eher andersrum erklären, aber na gut. Ja, vielleicht war es auch das mit dieser Kokosnuss hier, ich weiß es nicht. Gab es da eigentlich auch verschiedene Stufen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Hallo, das Attraktionszelt sucht die Perle, bla, ja, natürlich haben wir eine. Und zeig mal, 3, ja, da gab es auch verschiedene. Okay, passt jetzt auf, los geht's. Mitte, links, Mitte, links. Dammit! Das war falsch! Viel Glück beim nächsten Mal. War sie hier? Hier? Hä? Die war doch links. Oh Gott. Naja, ich sehe schon, meine Aufnahme geht schon wieder 29 Minuten. Ich werde sie dann an dieser Stelle beenden. Mach einen kleinen Überpart an dieser Stelle. Aber, einfach weil ich das ungern trennen möchte, jetzt mit den ganzen Zelten, gibt's mal einen langen Part. Und ja, dann sieht man sich das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone. Ja, bis dann.